Meine Damen und Herren, gleiche Stelle, gleiche Welle und hier geht sie weiter, unsere verstörende Reise mit dem Horror-Adventure Deluded Mind. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im letzten Video Deluded Mind oder wie ich es mittlerweile nenne, das PT-Hommage-Spiel. Oder das Hommagen-PT, denn es hat sehr viele Anleihen von PT. Es hat nicht nur die alten Locations und so die grundlegenden Gameplay-Mechaniken aufgenommen, sondern es führt sie sogar weiter. Und dafür bekommt das Spiel von mir jetzt schon mal auf jeden Fall viel Kredit. Auf jeden Fall viel Kredit, eine dicke Credibility. Aber wir wollen ja weiter. Wir wollen weiter und wir wollen rausfinden, wie das hier mit dem guten Cottrell zu Ende geht. Denn wir wissen ja, Cottrell wird bedroht, wurde am Anfang festgehalten. Und jetzt verzettel ich mich gerade extrem, weil es ist schwierig, die ganzen Geschehnisse auf den verschiedenen Bewusstseinsebenen und den verschiedenen Lokalitäten hier irgendwie halbwegs vernünftig zusammenzufassen. Aber okay, es ist verwirrend und wir wollen einfach wissen, wie es weitergeht mit dem guten Cottrell, unserem Lieblingsagenten. Das kennen wir. Lisa? Die aus der Serie? Okay, diesmal wurde der Schrank nicht erwähnt. Oh, das ist das gleiche Holzpferd und der gleiche Kinderwagen und der gleiche Mr. Pebbles. War das Pebbles? Wie aus der Anstalt. Und schon wieder klingelt das Telefon. Das kann nichts Gutes bedeuten. Um die Uhrzeit rufen keine normalen Leute hier an. This is your voicemail. You have one new message. Received on December 24th. 2014 at 11:59 PM. Weihnachten. Weihnachten 2014. Da habe ich PT gespielt. Das ist gerade sehr unheimlich für mich. Genau an dem Tag. Mikro, könntest du ein Stückchen höher kommen? Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Und nun? Hier sehen wir nichts, das heißt, hier müssen wir nicht rein. Vielleicht hier nochmal? Oh oh. Oh oh. Ah! Hallo? Ich bewege mich erstmal gar nicht. Oh! Eine neue Lokalität? Das meine ich. Das ist alles nicht irgendwie logisch aneinander zu reihen oder unter einen Hut zu bekommen. Es ist schwierig, zu dem jetzigen Zeitpunkt die Story nur annähernd vernünftig aufzudröseln. Aber mal gucken, was die Auflösung für uns bereithält. Es wird nahezu unmöglich sein, das jetzt schon sagen zu können. Umso spannender wird es. Umso spannender. Wir brauchen Input. Wir drehen mal um. Vielleicht ist das ja der Klassiker. Vielleicht müssen wir einfach nur in die andere Richtung laufen, um einen ansonsten ewigen Loop zu unterbrechen. Weiß ich nicht. Oder haben wir es jetzt nur noch schlimmer gemacht? Nope. Wir sind wieder am Anfang, okay. Wir müssen schon da lang.
Es führt gerade kein Weg dran vorbei. Sieht das nicht cool aus? Wie das Licht der Lampe sich hier an der Wand spiegelt? Sieht das nicht cool aus? Das ist erst wirklich mit der Unreal Engine 4 so geil geworden. Wie crisp einfach mal die Tapetentextur ist. Die hat richtig so eine Struktur und innerhalb der Struktur wirft das Licht ganz kleine, feine Schatten. Wunderschön, wunderschön. Ich bin beeindruckt. Von technischer Seite aus auf jeden Fall. Und auch immer mehr bin ich von dem Gameplay in diesem Spiel begeistert. Also das eine Rätsel ganz am Anfang. Also dieses Code-Rätsel, das war unnötig, Leute. Das war wirklich unnötig. Nächste Mal weglassen. Am besten vielleicht jetzt noch raus. Ah! Unnötig, das war einfach unnötig. Einfach weglassen, rauspatchen. Wir sind alle happy. Das ist auch kein kluges Rätseldesign gewesen. Großgeschriebene Wörter. Ja, das ist der Code dafür. Das, auch der Zusammenhang, warum das gerade dann in dem Schreiben so drinne steht. Überhaupt nicht herleitbar. Aber es hängt noch hinterher, ihr merkt das, ne? Aber ansonsten, also jetzt die ganzen PT-Ebenen, das ist geil. Das locker flockige Symbolrätsel an der Wand, cool, das ist schön. Und jetzt schreibe ich wieder mit. 1673. '42, '41, '71. Vielleicht trollt uns das Spiel jetzt auch viel zu viele Zahlen. 33, 88. Ich guck lieber mal nach hinten, ne? Nicht, dass uns hier irgendeiner verfolgt. Das Spiel trollt uns. Gerade. Es möchte, dass wir die Zahlen mitschreiben. Aber so viele Zahlen, wie willst du die nur annähernd in irgendein Verhältnis dann setzen oder herleitbar in ein Rätsel verwandeln? Hoffe ich zumindest. Und nun? Wow. Mind-blowing. Der Fernsehbildschirm ist neu. 1673, 1942. Okay, die Zahlen sind zumindest noch die gleichen. Oh, jetzt hätte ich bestimmt wieder aufpassen müssen. Irgendwas hier. Der Drohbrief. Ich check das nochmal eben ganz kurz. Nichts groß geschrieben. Die längste Zahlenfolge ist die Kreditkartennummer, ebenso bei seiner Frau, Sozialversicherungsausweis. Na gut. Irgendeine Bedeutung wird er schon haben. Oh, hier ist was. So. Mom, Dad, me. Oh nein. Ist irgendwer gestorben am 15.07.2015? Wo ist die Nummer 1? Zettel Nummer 1, bitte. Oh, das wird
Das wird kompliziert. Das ist der PT-Raum. Das ist die Aufdröselung von der Serienfolge mit dem Opfer Lisa. Das ist der Anfang mit unserem Kumpel Robert, Kollegen, Kumpel, Buddy Robert. Und das ist das Gas, was uns letztendlich in die anfängliche Situation gebracht hat, wo wir das Spiel begonnen haben. Mysteriös. Es ist egal, in welche Richtung ich gehe, sind die Zettel immer gleich. Ja, ne, scheint so. Wenn wir jetzt hier lang wieder gehen, passiert gar nichts. Okay. Hier sind auch Ausgänge? Nein. Nur da, wo die Zahlen sind, sind Ausgänge. Okay, 1942. Können wir nicht raus. Bei 42. Hier lang auch nicht. Hier vielleicht wieder? Nein. Hier 42, 71, da auch nicht. Okay. Hier auch nicht. Wir probieren erstmal durch. Eventuell erkennen wir ja ein Muster. Vielleicht, vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Na komm schon, Catchwell. Das Stückchen wirst du noch schaffen. So 66, 63. Habe ich alles aufgeschrieben. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemusst, aber lieber einmal zu viel geschrieben als einmal zu wenig. Vielleicht muss man in der richtigen Reihenfolge diese komischen... Genau. Genau das meine ich. Ah! Da war wieder der Fuß. Ich hasse den Fuß. Ich hasse ihn. Also irgendwas scheinen wir richtig zu machen. Die Umgebung verändert sich hier ständig. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Komm noch mal! Vielleicht mal hier lang aus Spaß? Boah, Nachtsicht. Super creepy. 97. Ah, der markiert... Wo wir langgelaufen sind, woher wir kamen. Ah. Ist gerade wirklich nur vages Ablaufen. Mit der Hoffnung, dass ich hier Muster erkenne. Wenn ich hier wieder zurücklaufe, ist was Neues da. Das Gitter war vorhin noch nicht hier. Doppel-Null? Doppel-Null kennen wir noch nicht. Keine Ahnung. Also ich bewundere ja Leute, also falls das hier der Fall ist überhaupt, die schnell hier auf so eine Lösung kommen. Die alle Randfakten jetzt mitgenommen haben und genau wissen, was sie zu tun haben. Aber vielleicht soll diese Sequenz einfach nur verstören. Oh, hey, da lächelt er wieder. Würde ich auch. Stehst wahrscheinlich den ganzen Tag hier, hast gewartet, dass einer vorbeikommt. Und da war er, aber ich muss weiter, wir haben viel zu tun. Wir haben wirklich viel zu tun. Also noch passiert ja was, noch passiert ja was, deswegen besteht die leise Hoffnung, dass das halt nur bedingt logisch gemacht werden soll.
Hey, da ist er ja wieder. Grinsebacke. Achtundachtzig. Warte mal, stopp. 33, 88. Vielleicht müssen wir jetzt die Zahlen irgendwie, die Zahlenpaare von vorhin, jetzt auch hier nochmal kombinieren. Haben wir eine 90 dabei gehabt? Nein. So. Aber wenn wir am Anfang anfangen, dann haben wir was falsch gemacht. Wir müssen immer neue Wege ablaufen. Immer neue Wege. Die noch nicht leuchten. Vielleicht. Maybe. Eventuell. Nochmal zurück. Hier leuchtet gar nichts. Ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das Spiel läuft noch. Hihi. Das ist ja komisch gewesen. Das ist ja ganz komisch. Ja, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Aber ich werde nicht müde, einfach weiterzumachen. Toi, toi, toi. Wir wünschen mal uns alle das Beste. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, nach welchen Zahlen wir suchen. Ich kann mich auch nicht mehr so wirklich dran erinnern, was bei unserer kleinen im Zimmer an der Wand stand. Ich folge einfach mal den Linien, okay? Ich folge den Linien. Das könnte was Gutes bedeuten. Könnte auch was Schlechtes bedeuten. Vielleicht ist es ja auch eine kleine Hilfe, wie man dieses Rätsel spielen soll. Vielleicht hat das Spiel Mitleid mit uns. Nee, ich bleibe auf den Linien. Ich bleibe auf den Linien. So, very strange. Aber irgendwie wird das ja hier schon gehen. Gerade passierte ja was. Wir sind auf den Linien geblieben. Und da kam der Geist. Jetzt haben wir hier ein Mädchen. Das ist auch neu. Ist zwar nach wie vor super creepy, aber es ist was Neues. Es ist eine Veränderung. Aber man bekommt auch überhaupt keine Hinweise, so wirklich. Was das Spiel jetzt von einem möchte. Aber vielleicht doch, vielleicht habe ich den nur übersehen oder so. Na? 66, I don't know. Das ist doch schon mal was. Das war zum Beispiel falsch. 66, nicht so geil. Nicht bei der 66 abbiegen. Und ansonsten, okay, nicht vom Weg abkommen. Wir müssen vielleicht wirklich einfach auf der Linie bleiben. Und dann nur die richtigen Abzweigungen nehmen. Hier gibt es keine Linie, hier gehen wir jetzt nicht weiter. Wir gehen hier weiter. Ich glaube, die Linien können keine Ecken darstellen. Oh, hi! Na, Grinsi, wie geht's dir? Mein Guter, mittlerweile mein bester Freund hier. Solange er lächelt. Hier können wir um die Ecke. Welche Zahlen suchen wir? Das hat doch sicherlich irgendwas mit den Zahlen zu tun. Irgendwas mit den Zahlen. Aber ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der mit diesem Rätsel hier so seine Problemchen hat. Ganz schön knackig noch geworden, die Rätsel. Für mich gerade absolut nicht nachvollziehbar. Aber naja, das heißt ja auch nichts. Das ist, ich bin ja jetzt hier keine Referenz in Sachen Rätselspiele. So. Nee, dann würden wir zurückgebeamt werden. Das macht keinen Sinn. Also erstmal hier weiter. Dum, 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 dum. Darf ich nicht rein, oder?
Verändert sich vielleicht irgendwas, wenn ich zurückgebeamt werde? Verändert sich die Zahl eventuell? Oh, 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 jetzt sind wir hier wieder, wo auf beiden Seiten Zahlen stehen. Vielleicht müssen wir auch den Ausgang von einer ganz gewissen Zahl nehmen. Ich darf hier nicht weiter, oder doch? Ich kann hier weiter. Nee. Also, ich bleib doch bei der Meinung, es soll uns einfach nur den Weg markieren, den wir bisher gegangen sind. Damit wir das abhaken können. Was wir schon abgelaufen sind. Wenn man einer Zahl folgt, dann beamt man sich entweder automatisch wieder zum Startpunkt zurück oder ich tippe mal darauf, wenn man die richtige Zahl hat, wie immer die auch lauten mag. 18? Ist es 18? Nein, 18 war es nicht. 27? 97? Das sollte man sich vielleicht mal aufschreiben. Welche Zahl man schon abgelaufen ist. Oh, hier waren wir noch nicht. Hier ist noch keine Linie. Also immer da reinlaufen, wo man noch nicht war. 91? Nein! Ausschlussverfahren. Wie bei Wer wird Millionär? 80 hatten wir schon. Das sollte man sich vielleicht wirklich aufschreiben. So, na gut, gehen wir erstmal hier weiter. Ich hoffe wirklich, dass die Linien bleiben. Das ist jetzt der erste, glaube ich, sehr, sehr wichtige Anhaltspunkt, den ich jetzt hier gerade verinnerlicht habe. Mal gucken, ich glaube, ich muss die Folge sowieso schneiden. Wir hatten vorhin einen Crash. Ich glaube, das dampft ihn ja so ein bisschen zusammen. Seht ihr dann? Seht ihr dann? Seht ihr dann? Na, da hinten geht's noch weiter. Nee, waren wir schon. 06. Hier können wir lang. Sehr schön. Hier waren wir noch nicht. Was Neues. 18. Hier sind neue Sachen. Sehr schön. Warte mal, stopp. Oh nein. Wir waren so weit. Wir sind so weit ins Unbekannte vorgedrungen. Und dann sowas. Dann sowas. Na, stopp. Nee, nee, da war eine Zahl. 83. So, hier könnten wir lang. Hier waren wir noch nicht. Zieht die Linie mit? Ja, die Linie zieht mit. Vorsichtig, nicht, dass wir aus Versehen in eine Zahl reinlaufen, aber hier waren wir schon. Wow, wie vage ich hier gerade das Rätsel löse. Anhand von nicht vorhandenen Anhaltspunkten. Nee, ich glaube, wir müssen das wirklich zusammendampfen. Und am Ende war es dann ganz einfach. Oder vielleicht auch nicht, mal zur Abwechslung. Kann ja auch passieren, kann ja auch passieren. Hey, was war denn das bitte schon wieder? Oh, oh, oh.
Das sieht neu aus. Das sieht nicht nur neu aus, das ist wahrscheinlich auch neu. 70, 72. Was haben wir hier? 23, 01. Vorsichtig, nicht. Und hier sind wir wieder beim Gitter. 50 hatten wir schon. 64. Nope, wollen wir nicht. Und 1,23. 12,49. Dann mal hier lang, bitte. 50. Bin ich wieder aus Versehen irgendwo reinlaufen? Mensch, eine Minimap wäre doch mal was. Eine Minimap. Ein Königreich für eine Minimap. Am Gitter jetzt mal links lang. Es ist super verstörend einfach nur. Super verstörend. Man hat auch wirklich keinen Hinweis halt. Das ist halt... Ich sag nur größtenteils... Durchschnittliche Bewertung bei Steam. Kann ich auch verstehen, warum. Nicht jeder gibt sich so diese Kopfnuss. Nicht jeder fühlt sich befriedigt dann halt so lange an so einem, naja, nahezu hinweislosen Rätsel rumzuknabbern. Kann ich verstehen. Wonach suchst du eigentlich, Leo, wenn ich das nur wüsste? Wenn ich das nur wüsste. Oh, da ist was Neues. Echt jetzt? Wir haben nach einer leuchtenden Zahl gesucht? Ehrlich? Das war's jetzt? Nein! Ich hab zu lange... Wahrscheinlich habe ich zu lange gestanden und ich wurde... Nein! Nein! Aber es war in der Nähe von der 41. Also eigentlich ist, glaube ich, alles hier in der Nähe von allem, aber... Mein, nein, tu mir das doch nicht an. Was habe ich dir getan? Wir haben nach einer leuchtenden Zahl gesucht. Das war das Rätselslösung, warum auch immer. Wir haben, wahrscheinlich war der Entwickler von dem Spiel Hitman-Fan. Und der heißt der Agent 47. Und genau deswegen kann man ja drauf kommen, kann man ja googeln. Der hat mal einen Post gemacht in einem Hitman-Forum. Deswegen 47, ist doch logisch, ist doch logisch. Meine Damen und Herren, es war mir eine Freude... Es trainiert auch so ein bisschen mein Durchhaltevermögen, dieses Spiel. Es hat wirklich schöne Höhen. Oh, nein! Pause hier. Ist Pause. Es hat wirklich schöne Höhen. Wir spielen es weiter. Wir werden es durchspielen, auf jeden Fall. Wir lassen uns von diesem Spiel nicht kleinkriegen. Ich mag die Hommagen an PT. Aber eins mag ich bei dem Spiel weniger. Und das sind hier wirklich die Rätsel. Weil, also aus der Luft gegriffen, ist wirklich noch untertrieben. Egal, Leute! Leute, falls ihr mich weiter anfeuern wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann.